Ich bin völlig nervös. Und ich schwitze schon. Also vielleicht habt ein paar von euch schon Fragen. Ich kann mir vorstellen, also ich habe mir überlegt, was kann ich für ein Video aufnehmen? Was macht mir ängstlich? In welche Fehler habe ich Angst? Und ich habe versucht zum Pumpfeulen. Ich bin nach Kanada geflogen und dann habe ich bemerkt, okay, jeden Tag habe ich ein bisschen Angst, wenn ich auf Deutsch rede. Für ein Video ist es natürlich einfacher, weil ich nicht weiterreden muss. Ich kann alles schneiden, was ich will. Oh, mein Herz ist zittert. Ja, okay. Also ich versuche für 10 Minuten ungefähr, schauen wir mal, für 10 Minuten auf Deutsch zu reden. Natürlich werde ich später so Untertitel hinzufügen, damit ihr versteht, was ich sage. Aber vielleicht ein paar von euch eigentlich Deutsch kennt und kann so ein bisschen in deine eigene Sprache übersetzen. Fehler werden kommen und ich muss einfach weitergehen. Und ja, also nehme ich mein Handy. Wenn ich eine Phrase nicht erinnern kann, dann muss ich weiterreden. Wenn ich ein Wort vergesse, dann warte ich, bis ich eine Phrase erstellen kann, sozusagen. Aber wenn ich für zu lang pausen, dann werde ich das einfach beschleunigen, okay? Also, und jetzt kommt dieses so, ich lache, wenn ich nervös bin. Meistens, nicht immer. Also hier haben wir 10 Minuten und dann beginnen wir. Naja, okay. Ich habe meinen Kaffee, das hilft nicht vielleicht. Und ich frage mich, was kann ich erzählen? Und vielleicht, was das Beste ist, was meine Geschichte ist. Also, weißt du, ich merke in diesem Moment, dass ich irgendwie eine neue Persönlichkeit unternehme. Ich fühle mich nicht genau, wie ich mich fühle, wenn ich ein Video aufnehme. Oh Gott. Also, schauen wir mal. Meine Geschichte. Ich bin in Edinburgh geboren und in Glasgow aufgewachsen und für 2 Jahre haben wir in Manchester, das ist eine Stadt in England, haben wir in Manchester gewohnt und ich habe das gehasst, weil wirklich diese andere Kultur hat mir nicht gepasst. Aber am Ende, mich 18 Jahre alt, habe ich herausgefunden, dass ich singen kann. Und ich habe gedacht, okay, dann vielleicht kann ich in eine Universität, ein Konservatorium gehen, um diese Fach zu lernen. Und das habe ich gemacht. Es war meistens schön, aber ich muss sagen, ich habe in London für 2 Jahre studiert und ich war voll überfordert. Sie haben um uns nicht gekümmert und sie haben erwartet, dass wir schon wie professionell arbeiten sollten. Und eigentlich war ich nicht bereit. Ich war 21 und muss ich noch viele Sachen lernen, bis ich eine professionelle Opernsängerin sein konnte. Interessant. Aber dann ist die Pandemie gekommen und das war sehr anstrengend und in Großbritannien die Clubs oder Lokale waren zuerst zu offen nach diesem Lockdown, aber die Opernhäuser waren die letzte
Und deswegen, damals gab es keine Möglichkeiten für Opernsängen. Und habe ich plötzlich eine Werbung für eine Position in Wien gefunden. Und ich war erfolgreich. Und deswegen bin ich hergezogen. Es fühlt sich schon wie ein Whirlwind an. Ich muss keine englische Wörter verwenden eigentlich. Eigentlich, wie viel Zeit haben wir noch? Weil 6 Minuten, oh mein Gott, ich fühle mich schon, dass ich über so viele blöde Sachen sprechen. Aber das passiert jeden Tag, wenn ich auf Deutsch spreche. Ich verliere viel Selbstbewusstsein und ich fühle mich immer peinlich, wenn ich so Fehler mache. Aber es ist ganz normal. Für den Fragen, so in meiner Beziehung mit Florian, sprechen wir auf Englisch. Er kommt aus Österreich und wir haben uns im Oktober 2022 kennengelernt. Und das war sehr schön. Und dann wollte ich einfach mit einem österreichischen oder deutschen Mann ausgehen. Ich wollte mich für diese Sprache bemühen und ich wollte einfach ein Date auf Deutsch haben. Und dann so war ich auf Tinder und habe ich so links gewischt und dann rechts und links und rechts. Aber habe ich nur rechts gewischt für die Männer, die aus Österreich oder Deutschland kommen. Und dann habe ich Florian gefunden und er hat so schön ausgesehen oder ausgeschaut. Und dann habe ich gedacht, okay, dann reden wir. Und ich habe die erste Nachricht geschickt, aber auf Deutsch oder auf Englisch, ich kann mich nicht erinnern. Aber irgendwie war sein Englisch viel besser als mein Deutsch und haben wir den Anfang unserer Beziehung auf Englisch begonnen. Und es ist so weitergelaufen. Ich muss sagen, ich versuche ein bisschen von meiner Geschichte zu erzählen, aber jetzt habe ich das Gefühl, plötzlich, dass einfach fühle ich mich so viele Sachen im Moment. Und jetzt bin ich mir sicher, dass dieses Video Wahnsinn langweilig ist. Ich weiß es nicht. Also, ich habe 2 Minuten 15 Sekunden. Ah, Hilfe mir! Oh Gott. Also jetzt habe ich in Wien seit September 21 gewohnt. Es war ein Culture Shock damals. Aber jetzt, ein Teil von meinem Herz ist in Wien. Und wenn ich nach Hause oder nach Schottland fliege, natürlich gibt es dort viele Teile von meiner Vergangenheit. Und das ist eh schön, aber es ist ein Teil von meiner Vergangenheit. Ich gehe nach Schottland und ich habe das Gefühl, dass ich einen Ex-Freund von mir besuche. Oder dass ich durch meine Vergangenheit flippen und anschauen. Aber nicht, dass ich etwas erlebe. Aber hier ist es, was ich jetzt erlebe und was ich in der Zukunft erleben werde. Und das ist so ein interessantes Gefühl. Was bedeutet, wenn man zwischen... Was bedeutet, wenn man zwischen seiner Heimat und seine neue Heimat ist? Wo ist zu Hause einfach? Wenn ich dieses Video schneide, vielleicht sehe ich, ob es einfach schön anzuschauen ist oder nicht.
du hast wirklich einen Teil von mir sehr tief in meine Seele gesehen. Weil fühle ich mich voll unangenehm. Jetzt. Voll unangenehm. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Papa.